Sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu einer Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom T71, den wir hier schon sehen. André Airsoft hat das Ganze eingeschickt. Vielen Dank an dich, André. Und der T71, ich glaube, ich habe ihn zumindest seit seiner Überarbeitung, seiner optischen Überarbeitung, nicht wieder gezeigt gehabt. Also von dem her bin ich jetzt sehr gespannt, wie er sich so schlagen wird. Und die Daten schauen sehr gut aus. Er ist hier mit seinem 7er in ein 9er-8er Gefecht gekommen, wobei die 9er hier das beste Matchmaking haben, weil es jeweils ein einziger 9er in dieses Match gekommen. Das ist schon sehr geil. Also schauen wir mal, was er jetzt hier so zusammenfahren wird. Und typisch für die Karte fährt er erstmal in die Mitte mit seinem Magazin. Da kann er einiges durchrotzen. Jetzt so offen muss er aufpassen. Auch noch eine Gegnerart hier im Spiel, auch die darf man nicht vergessen. Passiert auch mal immer ganz schnell, dass man auf einmal merkt, so hoppala, da ist ja noch eine Arti. Oh, was ein Knallfrosch. Erstmal macht er hier den Spotter natürlich, verschafft seinem Team dann ein bisschen einen Blick auf die Gegner. Hier geht er auf, aber in der Bewegung. Oh, der T49 hat da vorbeigeschossen. Jetzt der MT25, der da auf ihn schießt. Also, man sieht, hier in der Mitte ist nicht so einfach. Da muss man echt aufpassen. Bis dato bleibt es auch so. Er guckt hier viel. Und wird aber auch immer sofort selber aufgedeckt. Also sobald er zu weit oben ist, bekommt er selbst gleich gefühlt schon fast einen auf den Deckel. Ja, bisher null Schaden. Das wird sich aber hoffentlich noch ändern, Jungs und Mädels. Da der HTC, der da hochdrückt. Aber er bleibt ganz ruhig dabei. Also er überhastet jetzt nichts. Er denkt sich jetzt nicht so von wegen, hoppala, noch keinen Schaden gemacht, ganz doof alles. Sondern jetzt hat er ein Ziel. Auf das kann er schießen. Und der 28 hat zwei schöne Hits bekommen. Ist jetzt wieder aufgedeckt. Fahrt also weg. Knapp 7% von seinem Gesamtschaden hat er schon gemacht, so in etwa. Also ihr könnt noch einiges erwarten. Also ich sag's auch mal vielleicht vorweg, die Runde hat 1910 Basiserfahrung gebracht. Also schon einiges. So, jetzt hat er aber mit dem Tiger ein schönes Ziel. Kann, oh, bringt ihn jetzt zum Brennen, sehr gut. Da sieht man mal, der Tiger, der hat sich gedacht, da fahre ich den einen schnell zu holen und easy peasy, aber nein, der nimmt den Tiger 1371 HP ab. Sehr schön, den Centurion da unterstützt. So, wird wieder aufgedeckt, aber alles halb so wild. Da ist der IS. MT25 nervt mal wieder von links. So, auch einfach cool, wie er rückwärts fahren kann. Schneller, schöner Hit. Jetzt kann er ausnutzen, dass der erst so eine ganz schlechte Gun Impression hat. Jetzt hat er erst geschossen, aber jetzt kann er ihn rausklippen. Ja. Noch einen zweiten Treffer vom ES hätte er nicht gepackt, aber da konnte er ihn einfach schön schnell mit seinem Magazin, was gut befüllt war, herausnehmen. So, und jetzt will er den Centurion dann wieder so ein bisschen gleich supporten. Da vorne ist nichts mehr, sondern nur noch da unten lediglich. Die beiden Bulldogs. Sind die zufällig in einem... Ne, sind kein Zug.
Ah, jetzt aber den KR. Erster sitzt, zweiter sitzt und der steht hier jetzt super schön. Und macht seinen dritten Kill. Fleißig ist er, der Junge. So, natürlich wieder im Reload, ganz klar. 5 zu 4 steht's. 3100 Schaden hat er schon gemacht. Nach dem langsamen Start summiert sich da jetzt aber das schon einiges. So, und jetzt da der Bulldog, der da hochlurrt. Aber jetzt zu weit hochgelurrt. Jetzt bekommt er da auch noch die Hits von der Seite. Deswegen zieht er sich jetzt logischerweise wieder zurück. So, leider zu spät hier. Oh oh, M103. Der Neuner. Das war übrigens mein Skype. Ich habe es gerade gemerkt, dass es noch an ist. Es tut mir sehr leid. So. Der M103, der kann hier gut hoch und runter fahren, seinen Turm ausspielen, aber jetzt hat er wohl scheinbar keine Lust mehr und will hier wohl ein bisschen gegen agieren. Muss aber aufpassen, der andere Bulldog war da ja auch noch irgendwo. Und dann gibt es sowas wie die Su oder so, der auch sehr unangenehm agieren kann. So, vielleicht ist er auf dem Black Prince. Da kommt er jetzt fast drauf, aber der Fahrt ist nicht so einfach, wenn er da jetzt zu weit hochfährt. Bekommt er mich wieder auf die Mütze. Da ist die Su. Die ist hinterhalb. Jetzt ist er offen. Und jetzt kann er auf den Black Prince auf den Helm von hinten schießen. Hit Nummer 1. Einen Schuss hat er noch. Oh, nimmt den da auch noch raus. Wichtiger Treffer, wie wir am Ende der Runde feststellen werden. Jetzt ist er wieder vollgeladen. Und da kommt jetzt die ISO, kommt jetzt da hoch. Das wäre ja für ihn ideal. Aber ich glaube, den Gefallen macht es ihm da doch nicht. So, aber die wird jetzt ganz schön hergenommen. Bulldog, Centurion und weg ist sie. 11 zu 6. Langsam ist es sehr eindeutig. Auch wenn der Gegner nur verteidigen muss, aber das wird jetzt langsam wirklich sehr, sehr schwierig. Er schreibt auch schon Hurry up, guys, weil natürlich die Zeit, 2 Minuten, ist nicht mehr ewig viel. So, und jetzt kommt er dem T28 schön hinten drauf. Jetzt dreht er sich sogar noch perfekt rein. Ideal. Ah. Nein, die zwei überhastet. Ja, zwei Schüsse hätte besser ins Ziel bringen können. Da hat er ein bisschen overpaced. 1 Minute 30 noch, also es wird langsam knapp. So, in den M103 kommt er jetzt schön drauf. Ein Abpraller. Und ja. Weg ist er. Sehr gut. 5 Kills auf der Uhr. Einen braucht er noch für den Krieger. Nachgeladen hat er jetzt. So, da ist... Geht er jetzt Richtung Arti oder macht er den T-44 klar? Schuss. Ja. Prallt ab. Nee. Oh, einen braucht er noch und nur noch die Arti im Spiel. Ah. Und die Gegner fahren auch, oder seine Leute fahren auch alle ganz schnell hin. Jetzt wird's eng. Nee. Ah, nochmal daneben. Centurion schießt auch daneben. Er hat nur noch 3 Schüsse im Magazin.
Der bekommt jetzt sogar sein. Jetzt. Nein, dann nochmal daneben. Jetzt macht er es aber ganz knapp. Der Krieger ist ja hier bei sowas von verdient. 4516 Schaden gemacht, 1700 unterstützt. Wirklich tolle Runde gefahren, also hat mir echt sehr stark getaugt. Ich hoffe euch auch. Und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.